Hallo, heute möchte ich meine Lieblingsapplikation vorstellen, Dontastic. Jetzt zeige ich euch, wie das für Schritt geht. Welcome to Toontastic, where you create your own cartoon. Und so sieht das aus. Ich klicke auf Cartoon und ich kreiere meine eigene Geschichte. Wir wollen eine neue Geschichte erstellen. Dazu klicken wir auf New Cartoon. Hier sehen wir 5 Szenen. Die erste heißt Anfang. Das zweite das Problem. Das dritte die Herausforderung. Das vierte der Höhepunkt. Und das fünfte die Auflösung. Man kann sie natürlich auch noch verschieben, wie man möchte. Wir wählen für unsere neue Geschichte einen Klassenraum aus. Es gibt über 50 verschiedene Hintergründe, wo uns Tontastic anbietet. Ich brauche für meine Szene 3 Figuren. Tontastic aber bietet uns über 150 Figuren. So, jetzt haben wir unsere Figuren gewählt und jetzt klicken wir auf den Pfeil. In meiner Geschichte handelt es um 3 Mädchen, die besprechen, was sie am Nachmittag machen. Ich werde jetzt meine Geschichte aufnehmen. Wir klicken dafür auf Start. Wir gehen in den Zoo. Hey, sag mal, hast du Lust? Ja, prima, klasse, spitze. Dann gehen wir zu dritt. Man kann für jede Szene eine Musik auswählen. Man muss es aber nicht. Und dann gehen wir weiter, denn wir wollen das nächste Szene nachspielen. Die nächste Szene spielt bei mir auf dem Spielplatz. So, unsere zweite Szene beginnt. Wir gehen auf den Spielplatz. Hey, sag mal, hast du Lust? Ja, super, klasse, spitze. Dann gehen wir zu dritt. So sieht das aus. Und auch diesmal können wir wieder eine Musik wählen, die zu diesem Anlass passt. Und wir können verändern. Oder sowas. Aber wir nehmen lieber diese hier. Die passt besser. Tontastic bietet uns sogar an, selbst Figuren zu erstellen. So sieht das aus. So, und jetzt fahren wir das nach. Hier unten kriegen wir Farben und jetzt fahren wir zum Beispiel den Körper nach. So, und dann können wir noch auswählen, ob derjenige nach rechts gucken möchte oder geradeaus. Und wir nehmen rechts. So, dann müssen wir jetzt aber nochmal nachfahren. Hier die Nase, das Pinocchio. So, und hier schreiben wir den Namen rein. Ja. So,
Jetzt wird er zusammen gemacht und Pinocchio heißt er. Und fertig haben wir hier. So, jetzt können wir ihn einfügen. Tontastic bietet uns sogar spezielle Effekte an. Zum Beispiel Feuer oder Vogel oder Regen. Verschiedene Sachen. So, und jetzt können wir sie dort hinsetzen, wo wir mögen. So, und dann lassen wir diese Figuren jetzt mal ihre Aufgabe machen. Tell your story. 3, 2, 1, action! Wie als würde der Herd brennen. Oder die Vögel. Oder es regnet. So, und jetzt ist der Film fertig. So, und nun klicken wir Donnie, weil der Film ist fertig. So, jetzt können wir dem Film noch einen Namen geben. Zum Beispiel, kommst du mit? Und wer hat den Film gemacht? Ich. Also, Caroline Krämer. Fertig. Und jetzt können wir uns den ganzen Film nochmal anschauen. So, das war die Vorstellung von Tontastic. Und das nächste Mal erzähle ich über Telegummy, eine neue Applikation. Tschüss und bis zum nächsten Mal.